So, meine Damen und Herren, Modul 4, Modul heißt das immer, Modul 4. Wir haben zwei, das sagt man dann immer, zwei jüngere Kolleginnen jetzt am Start. Zum Ende hin. Darf auch die junge Generation was sagen? Also es ist einerseits Jael Kupferberg. Jael Kupferberg ist eigentlich, oder nicht eigentlich, sie ist Literaturwissenschaftlerin. Sie hat 2010 an der Freien Universität promoviert mit einer Arbeit Dimension des Witzes bei Heinrich Heine zur Säkularisation der poetischen Sprache. Auch dann 2011 veröffentlicht worden. Sie war wissenschaftliche Mitarbeiterin, unter anderem, ich führe nicht alles auf, am Lehrstuhl für jüdische Religion und Philosophie an der Universität Potsdam. Sie war Postdoc am Antisemitismus-Forschungsinstitut in Berlin und sie ist jetzt Projektleiterin an einem Forschungsinstitut für gesellschaftlichen Zusammenhalt in Berlin, was aber also ich glaube, Ihre Sektion ist hier in Frankfurt am Main beheimatet, wenn ich nicht. Nee. Ich bin am Zentrum für Antisemitismusforschung in Berlin und Forschungsinstitut gesellschaftlicher Zusammenhalt, danke. Standort Berlin. Alles gut. Na, danke. Genau. Und Ihre Habilitation, die ist an der TU Berlin in Literaturwissenschaft erfolgt und mit dem Buch, was 2022 erschienen ist, zum Bilderverbot. Studium zum Judentum im späten Werk Max Horkheimers. Richtig. Und neben mir sitzt Maria Neumann. Maria Neumann hat an der Humboldt-Universität studiert, am Lehrstuhl für europäische Geschichte des 20. Jahrhunderts war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Thomas Mergel. Ihr hat ihre BA-Arbeit zum Thema Erinnerung und Verdrängung sexueller Zwangsarbeit in KZ-Häftlingsbordellen geschrieben. Ihre Masterarbeit dann schon über das Bistum Berlin in der Zeit von 1945 bis 1979. Und dann schließlich ihre Dissertation, die unter dem Titel erschienen ist, Die Kirche der Anderen, christliche Religionsgemeinschaften und kalter Krieg in der geteilten Region Berlin-Brandenburg, also 2023 in diesem Jahr veröffentlicht. Und sie ist seit 2021 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Documenta-Institut und ist da unsere Person, die sich um die Frühgeschichte der Documenta kümmert. Und ich würde gerne zum Abschluss nochmal die Frage aufwerfen, die ich am Anfang gestellt habe. Wem gehört eigentlich die Documenta? Das ist einerseits metaphorisch gemeint, also wer darf eigentlich alles mitreden und wer muss auch mitreden, damit die Resonanzfähigkeit der Ausstellung gewährleistet ist. Ich glaube, das ist eine der Konsequenzen unseres bisherigen Gesprächs, dass die Resonanzfähigkeit der Documenta in Frage steht und neu begründet werden muss, vor allen Dingen im Blick auf die nächste Ausstellung und das nicht so ganz sicher ist, wie das eigentlich gehen soll. Und deshalb ist vielleicht auch interessant, zurückzuschauen. Heute nennt man das auch gerne so ein bisschen Englisch Ownership to that thing. Wer kann Zurechnungs- und Mitspracheanrechte geltend machen? Und lassen wir einen Augenblick bei der Stadtgesellschaft bleiben, Maria. Wie sieht denn das so aus? Wie hat sich denn das entwickelt, wenn man das mal so ein bisschen sich vor Augen führen kann? Also, wenn ich jetzt von der Stadtgesellschaft ausgehe, dann fange ich vielleicht mal bei der Documenta 15 an und nicht am Anfang. Weil wenn man fragt, wem gehört die Documenta, werden wir aus unterschiedlichen Perspektiven ganz unterschiedliche Antworten haben. Das ist klar. Klar ist aber auch, wem etwas gehört, der hat Angst, etwas zu verlieren. Und das ist nicht nur im Jahr 2022 sehr deutlich geworden, sondern eigentlich auch schon in den letzten beiden Tagen, dass es hier in der Stadtgesellschaft, Stadtbevölkerung eine große Verlustangst gibt. Und da würde ich sagen, ganz wie Sie es angedeutet haben, das ist einem historisch gewachsenen, also eine historisch gewachsene Beziehung auch
daraus entstanden, und zwar aus einer Stadt, die sich gleichzeitig als Gast auf der Documenta und deren Gastgeberin versteht. Und da sind wir schon bei einem Kernproblem oder einer, ich würde sagen, Kernbeobachtung angekommen. Und die Documenta 15 steht in, oder 15 stellt in dem Zusammenhang, glaube ich, eine große Irritation dar, weil hier in Kassel hat man sich als stolze Gastgeberin verstanden und gleichzeitig als begeistertes Publikum. Und das wurde aber jenseits der Stadtgrenzen nur bedingt so wahrgenommen. Zweifellos ist aber auch zu sagen, dass ich glaube, dass Kassel nicht von Beginn an die Gastgeberin der Documenta gewesen ist. Ich denke, zunächst war das eine Gruppe um Arnold Bode und auch um Werner Haftmann, die Menschen nach Kassel eingeladen haben. Und wenn man sich jetzt fragt, wenn wir einen Gastgeber haben und einen Gast, dann braucht es auch ein Haus, dann war das Haus dieser Ausstellung nicht unbedingt nur Kassel, sondern Sie alle kennen die Bezugspunkte, mit Sicherheit auch Europa, wobei da vor allem Westeuropa gemeint war oder eben dieses bemühte Abendland. Das änderte sich dann, weil sich die Ausstellung kontinuierlich emanzipiert hat oder man könnte auch sagen, an Autonomie gewonnen hat von der Stadtgesellschaft. Das hat man nicht unbedingt immer positiv gesehen, durchaus auch negativ, aber der Rolle als Gastgeberin verpflichtet, wollte man das auch nicht in eine Fundamentalkritik ausufern lassen. Und jetzt mache ich mal einen Sprung und komme zurück zur Documenta 15, weil da hat sich etwas geändert. Plötzlich war die Stadt wieder ganz zentral für die Ausstellung. Sie war Sehnsuchtsort, sie war Hoffnungsort. Und damit hat sich, ist dieses Gefühl erwachsen, dass nicht nur die Stadt als Raum gewertschätzt wird, sondern eben mit ihr die Stadtbevölkerung unter anderem im Ausdruck gekommen in diesen zahlreichen Kooperationen, die es gab mit städtischen Initiativen und Personen. So würde ich das sagen. Also quasi, es war ja auch das Konzept der 15, die Einbeziehung der Stadt in das Ausstellungsgeschehen selber. Ja, unter der Hand ist die Stadt wieder zur Gastgeberin geworden. Und das war, glaube ich, für die Stadtbevölkerung ganz wichtig. Umso irritierender war dann die Antisemitismus-Kontroverse um die Stadt, weil das nicht zu dem Selbstverständnis gepasst hat, was man hier entwickelt hatte. Ja, wie sehen Sie das? Ist das, wenn man mal, nehmen wir mal den Blick auf die jüdische Gemeinde in Kassel. Ist das, die ist ja sicherlich Teil der Stadtgesellschaft, aber die hatte ja offenbar bei dieser Documenta ein bisschen Problem, sich als integraler Bestandteil der Documenta zu verstehen, oder? Ich kenne die jüdische Gemeinde in Kassel nicht gut, ich bin Berlinerin. Sehr wohl kenne ich die jüdische Position in Deutschland sehr gut. Ich bin hier groß geworden in West-Berlin und kenne die jüdische Position also in der deutschen Gesellschaft, konnte die immer schon von klein auf mir anschauen. Und dazu habe ich zwei Zugänge, das möchte ich hier mal deutlich machen, einen affektiven, wenn Sie so wollen, als Jüdin in Deutschland und einen akademischen dann irgendwann, weil wir gezwungen sind, in der jüdischen Position uns anzuschauen, welche Haltung nehmen wir zu bestimmten Themen ein. Und da steht, glaube ich, ein reflektierter Umgang damit unter einem enormen Assimilationsdruck. Wem sollen wir eigentlich gerecht werden? Sollen wir der, in diesem Sinne, in diesem Fall der Stadtgesellschaft gerecht werden? Sollen wir der affirmativen oder der Documenta-Befürworter generell gerecht werden? Oder sollen wir sagen, liebe Leute, wir haben hier ein massives Problem und das ist möglicherweise neben dem Rassismus, der ja auch hin und wieder ausgestellt wurde und wird, der Antisemitismus. Und das ist aber eigentlich ein Fall, der durchaus, wie soll ich sagen, objektiviert werden kann. Objektiviert in dem Sinne, dass es generell in jeder Ausstellung, in jedem Buch, in jedem Ausdruck muss sich die jüdische Gemeinschaft positionieren. Genauso wie Nathan Schneider hat das schon genannt, die Documenta ist ja überhaupt gar kein Einzelfall, sondern wir können sagen, die abendländische Geschichte, das hat auch Klaus Holz heute deutlich gemacht, haben wir einen Antisemitismus, einen Antijudaismus, der, ich mag das Wort strukturell nicht, aber der doch in dieser abendländischen Geschichte hineinwirkt. Deswegen ist die Documenta nur ein Beispiel für vieles und für uns
jetzt sage ich als Juden oder als jüdische Gemeinschaft, ist das ein spezifisches Problem. Und als Akademikerin würde ich sagen, ja, wir müssen damit einen reflektierten Umgang finden. Und als Jüdin würde ich sagen, ja, das betrifft mich ganz konkret. Und so schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Die eine sagt, ich will diese Bilder nicht sehen und ich will auch diesen Antisemitismus nicht sehen. Und auf der anderen Seite muss ich ihn sehen, um mich dazu positionieren können, um ihn rationalisieren zu können, damit es eine Strategie gibt, wie ich damit umzugehen habe. Das heißt, es ist immer eine Doppelposition. Und obendrauf ist, ja, wie assimiliere ich mich an einen Diskurs? Hannah Arendt hat gesagt, also die Assimilation ist immer eine Assimilation an den Antisemitismus. Das ist eine harte Aussage, aber im Grunde genommen trifft das immer noch zu. Ja? Maria, ist das so, dass die jüdische Gemeinde in die Position gebracht worden, sich gebracht hat, wie auch immer, der Spielverderberin in Bezug auf die 15? Ein Stück weit, soweit ich das aus unseren Interviews herauslesen kann oder die ich auch selbst geführt habe, ist das mit Sicherheit der Fall so. Also es passiert in solchen Situationen sehr schnell, nach dem anderen zu suchen, der für bestimmte Entwicklungen verantwortlich gemacht werden kann. Und wenn es innerhalb der Stadtgesellschaft zu Konflikten oder Krisen kommt, liegt es nahe, danach Gruppen zu suchen, die man möglicherweise dafür verantwortlich machen kann. Und es ist nicht nur so, dass wir das von Juden und Jüdinnen aus Kassel gehört haben, sondern es drückt sich ja auch aus in den Interviews, die wir geführt haben, wo Äußerungen getätigt wurden, die zu wiederholen mir zuweilen schwerfällt, aber wo es genau darum ging. Also die Juden haben die Documenta kaputt gemacht, die Juden nehmen uns die Documenta weg, die Juden haben Frau Schormann erledigt. Das sind alles Aussagen, die wortwörtlich so getätigt worden sind von Bürgerinnen und Bürgern dieser Stadt. Nun ist das immer so eine Sache, wenn man von der Stadt redet und auch von der Stadtgesellschaft redet. Das ist ja eine idealisierende Darstellungsweise. Man könnte auch sagen, eine überzogene. Also ich meine, die Stadt besteht ja aus irrsinnig vielen Leuten. Wie würde man denn dieses Problem irgendwie in den Griff kriegen, wenn man sagt, ja, die Stimme der Stadt, was bedeutet das? Ich glaube, es gibt nicht die eine Stimme der Stadt. Das werden wir nicht so erläutern können. Und das ist auch, ich plädiere ja deswegen auch in unseren Diskussionen immer dafür, diesen Begriff der Stadtgesellschaft als Quellenbegriff zu benutzen, an dem man sich festhält, in der Hoffnung auch da eine Homogenität, einen Konsens ausstrahlen zu können, der sich in der Wirklichkeit so freilich nicht wiederfinden lassen wird. Und interessant sind dann eigentlich die Momente, finde ich, wo Sprecherinnenpositionen aus der Stadtgesellschaft heraus in Frage gestellt werden. Und auch das haben wir in den Interviews, glaube ich, sehr klar erlebt, wenn beispielsweise der zunächst doch sehr stark behauptete Zusammenhang zwischen Kunstfreiheit und der Antisemitismusdebatte plötzlich von Personen aus der Stadtbevölkerung heraus in Frage gestellt wird. Und zwar dezidiert auch nicht nur aus der jüdischen Bevölkerung der Stadt Kassels heraus. Also es gibt nicht die eine Stadtgesellschaft und die Menschen nehmen unterschiedliche Positionen ein, selbst wenn wir beobachten können oder ich beobachten kann, dass es Gruppen gibt, bleiben diese immer holzschnittartig und es gibt immer Personen, die innerhalb dieser Gruppen hin und her wechseln. Entscheidend ist, und das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal unterstreichen, dass wir abgesehen von ganz, ganz wenigen Ausnahmen, ich, aber das trifft auch für Kolleginnen zu aus diesem Forschungsprojekt, eine Sache war ganz klar, egal wie man sich zu dieser Antisemitismusdebatte verhalten hat, die Documenta muss bleiben und sie kann nur in Kassel existieren. Diesen Konsens habe ich immer gesehen, in allen Interviews. Und da rede ich nicht, wir haben keine repräsentative Umfrage gemacht, aber wir haben uns bemüht, sehr unterschiedliche Personen zu befragen, auch Personen, die von sich selber nicht sagen würden, dass sie Teil der Stadtbevölkerung sind, sehr wohl aber etwas, und darüber haben wir jetzt noch nicht gesprochen, mit dieser Identitätskonstruktion der Documenta Stadt Kassel anfangen können. Und das ist mehr als die Ausstellung. Es ist auch die Ausstellung, aber es ist mehr als das. Und das gilt es hier durchaus mitzudenken.
Wird es für Juden und Jüdinnen problematisch, wenn es ein Identitätsmerkmal einer Stadt gibt? Rothenburg ob der Tauber oder ich weiß, gibt es da eine jüdische, weiß ich jetzt nicht. Gibt es da, bin ich ehrlich gesagt überfragt, die Frage habe ich mir auch nie gestellt. Es kommt immer auf die Bezüge an, würde ich sagen. Worauf kann eine Stadt affirmativ identifikatorisch stolz sein? Was macht sie zu ihrem Symbol? Das ist durchaus problematisch und ich glaube, da kann man auswählen. Man könnte ja auch Widerstandskämpferinnen und Widerstandskämpfer zu einem Symbol machen. Also die Frage ist, was wird identifikatorisch zu einem Symbol für eine Stadt. Ich glaube, das ist ein Punkt, den man durchaus machen kann und machen sollte. Mit was identifiziere ich mich? Ich habe grundsätzlich einen großen Vorbehalt gegen jegliche Identifikation. Ich bin kein Typ, der eine große identitätspolitische, überhaupt identitätspolitische, ich bin stolz auf das und stolz auf jenes. Da würde ich mich sowieso distanzieren wollen. Das interessiert mich persönlich nicht so sehr. Womit ich mich befassen muss, als Akademikerin, als Intellektuelle, als Jüdin in Deutschland, ist eben leider mit Antisemitismus, weil da mit dem bin ich konfrontiert. Ja. Und damit meine ich überhaupt nicht, dass eine Documenta kein Identifikationsangebot sein soll. Man kann sehr wohl mit der Documenta konstruktiv arbeiten und ich bin auch keine große Zensorin. Das ist, wir diese Documenta als Kunstausstellung ist ja, wie schon oft gefallen, ein Spiegel einer möglichen Bewusstseinslage und die kann ich mir epistemisch durchaus angucken. Und da müssen wir auch unterscheiden zwischen einem normativen Diskurs und einem epistemischen Diskurs. Normativ können wir sagen, wir wollen das irgendwie nicht haben, ja, diese Bilder, und aber aus einer epistemischen Sicht sind sie da. Sie sind da und wir müssen damit umgehen. Mit einer wissenschaftlichen, mit einem reflektierten Blick darauf, mit einem sekundären Blick. Es gibt einen primären Blick, ja, und einen affektiven Blick und mit einem zweiten Blick, wie Walter Benjamin, wir müssen doch uns anschauen, was uns die Welt anbietet, welches Bild wir von uns selber haben und von uns selber machen. Und das gucken wir uns an, weil das sagt etwas über Gesellschaft, über Bewusstsein und über Ideologie aus. Und das empfinde ich durchaus als Erkenntnisgewinn, weil nur so können wir auch sagen, wie entstehen denn diese Bilder? Ja, wie entstehen sie? Warum entstehen sie? Warum taucht da plötzlich so eine Ikonografie auf? Das interessiert mich. Ja? Und das kann auch erstmal jenseits von dem normativen Diskurs stattfinden. Erstmal müssen wir verstehen, warum taucht dieses Bild hier auf? Und wenn wir das so kontextualisieren, können wir auch diese Bilder zeigen. Wir müssen ja nicht sofort normativ darauf reagieren. Ja, auch wenn ich das brauche, ich brauche als Jüdin nochmal eine Normativität. Aber als Intellektuelle brauche ich auch erstmal den Gegenstand, um zu schauen, wo stehen wir, wo steht die Kunst oder Teile der Kunst. Und dann kann ich als Gesellschaft entscheiden, möchte ich das oder lehne ich es ab? Wie gehe ich damit um? Und da, hier sind die Meinungen natürlich verschiedene. Wie soll es auch anders sein? Das ist auch ein Teil des demokratischen Prozesses. Und dann kommt noch etwas ganz Wesentliches hinzu. Ich glaube, wir sind in einer diskursiven Falle. Ich meine, dass die Medien insbesondere ja immer oder immer mehr auch auf Reduktion plädiert. Ne? Und wir haben Positionen, Positionen werden bezogen, das wird schnell normativ. Und in der Wissenschaft haben wir einen ganz anderen Diskurs oder sollten wir ihn haben, nämlich eine Erhöhung von Komplexität. Das heißt, hier treffen es auch zwei unterschiedliche Diskurspolitiken aufeinander, die möglicherweise unterschiedlich auch sprachlich sich veräußern und veräußern müssen. Und ich sehe darin auch eine Problematik. Also ich würde es so fassen, wir hatten möglicherweise einen Skandal. Wir hatten diese Stolpersteine, diese antisemitischen in der Documenta. Aber wir hatten auch die Skandalisierung. Und diese bei Skandal und Skandalisierung sind nicht zuträglich für einen Diskurs, wenn man entscheiden möchte, wollen wir das oder wollen wir das nicht? Ja, das wäre der dritte Schritt. Wollen wir diese Bilder in einem öffentlichen Ort zeigen? Und wenn,
dann brauchen wir einen Kontext dazu. Ja, und das haben wir aber in der abendländischen Geschichte. Also mich hat die Documenta vor dem 7. Oktober nicht schockiert. Mich schockiert sie jetzt. Das ist der Unterschied. Das war der Punkt, den Nathan auch eben gemacht hat. Ja. Ich will noch mal einen kleinen Moment auf Kassel zurückkommen. Nach meiner Wahrnehmung ist seit dem Jahr 2005 etwa geht es steil nach oben mit Kassel. Sowohl was die Lebensqualität in der Stadt betrifft, was den Zuzug betrifft, was das Ranking von Kassel betrifft mit anderen Städten in Deutschland. Es ist alles sehr, sehr positiv. Wir haben sogar mit einer Ausgründung aus der Universität, die einen großen Erfolg hatte, da ging es nicht mehr so gut, dann musste die starke Reduktion der Mitarbeiterzahl vornehmen. Das hat die Stadt nicht wirklich mehr irritiert. Da sieht man, wie stark die Stadt geworden ist, dass sie das wegstecken kann. Und zu dieser Stärke, zu dieser Attraktivität von Kassel gehört natürlich auch die Documenta. Sie bietet für High Potentials, die Stadt braucht, bietet sie etwas. Mhm. Man kann sagen, hier, ich bin hier in Kassel, hast du schon mal von Documenta gehört. Also wenn ich das mal mit der Identität nicht so stark mache, sondern einfach nur sagen, das ist eine Eigenschaft der Stadt, die Leute anzieht, die eine angenehme Aufenthaltsqualität in der Stadt für einen schafft, weil man sich irgendwie nicht beschweren muss, dass man nun ausgerechnet in Kassel lebt. Also das ist ja, ich meine, da ist die Documenta ja auch ein Fund, das Kassel hat. Da muss ja auch pfleglich mit umgehen, oder nicht? Ja, die Frage ist, welche Geschichte da dahinter steht und nach wie vor eigentlich die Narrative bestimmt. Und ich würde sagen, das ist eigentlich nicht die Erzählung, die Sie gerade aufgemacht haben, also auch des Aufschwunges in Kassel, sondern eigentlich immer noch ein Festhalten an einer Geschichte, die viel früher ansetzt. Also, und das haben wir spätestens, glaube ich, gemerkt im Hinblick auf die Irritationen um die DHM-Ausstellung in Berlin zur Documenta oder auch um das Bekanntwerden von Werner Haftmanns NSDAP und SA-Mitgliedschaft. Und wenn man so will, ist da ein, ich fand das interessant, in dem Brief von Horst Coté, warum er aus der Findungskommission ausgetreten ist und auch in dem Brief, soweit ich mich erinnere, der anderen vier Findungskommissionsmitglieder, waren diese historischen Bezüge drin, und zwar im Hinblick auf die historische Offenheit der Documenta, die jetzt in Gefahr sei. Und mich als Historikerin hat das doch etwas überrascht, weil ich diese Offenheit 1955 nur bedingt sehe. Ich glaube, das ist ein Narrativ, das Werner Haftmann sehr erfolgreich implementiert hat. Aber ob das 1955 tatsächlich so gewesen ist, daran möchte ich zweifeln. Und die Geschichte der Stadt Kassel lässt sich da, glaube ich, sehr gut einbetten. Und das ist auch damals bereits passiert, weil im Grunde genommen hatte die Stadt ein zwei-, wenn nicht sogar dreifaches Minus vorzuweisen in diesen 50er Jahren. Sie war Täterstadt, sie befand sich im sogenannten Zonenrandgebiet und sie war in der Provinz. Und gerade diese eigentlich negative Ausgangssituation hat es aber ermöglicht, eine Geschichte zu entwickeln, bei der man sagt, nein, Achtung, hier geht es explizit um Kunst und nicht um Politik. Und dass das jetzt quasi wieder aufgegriffen wurde, ist eigentlich ein sehr später Erfolg für Haftmann, der mich aber persönlich, also aus historischer Perspektive, sehr irritiert. Noch dazu mit Blick auf die Erkenntnisse, die wir in der Zwischenzeit gewonnen haben. Und ich nehme das sehr ernst. Also als ich hier nach Kassel gekommen bin, fand ich spannend, dass vor allem die Frage an mich herangetragen wurde im Austausch mit einzelnen Bürgerinnen, wie das überhaupt gewesen sein kann. Also das, ich weiß nicht, die meisten von Ihnen werden sich daran erinnern, das war für einige, glaube ich, wirklich ein Schock. Und dann die Frage, wie kann jemand Arnold Bode stilisiert als Sozialdemokrat mit Werner Haftmann zusammenarbeiten? Und mich hat das persönlich überhaupt nicht überrascht. Und das sage ich nicht, um damit zu kokettieren, weil ich sage, wenn wir uns den Kontext der 50er Jahre angucken, dann ging es nur so, wenn man derartige Erfolgsgeschichten schreiben wollte. Und noch dazu ist das eine Ex-Post-Perspektive, weil das die Documenta diesen Verlauf nehmen würde, war 1955 ja nicht klar.
Es gibt ja nicht nur quasi die prekäre Mitgliedschaft der jüdischen Gemeinde in Kassel. Es gibt ja auch, wenn man so will, integrale Gruppen der Stadt, die sagen, hier wir mit einem gewissen Recht sprechen wir für die Stadt. Weiß ich nicht, das Dokumentarforum, alte Oberbürgermeister, was auch immer. Es ist ja sozusagen auch sehr verständlich. Das ist ein Erbe, man will das Erbe auch nicht aufs Spiel setzen, will es weiterentwickeln. Das verstehe ich alles gut. Aber es gibt natürlich auch andere Gruppierungen, die auch an der 15 beteiligt waren, die eher so eine andere Seite von Kassel. Oder nehmen wir mal nur die Veränderungen um die Universität herum. Da ist eine neue Art von Viertel so langsam entstanden um die Universität herum, wo migrantische Bevölkerung teilweise wohnt, wo es auch Leute gibt, die sich dezidiert als migrantische Teile der Stadt verstehen, also integriert. Ist da quasi, kann man sagen, dass die Stadt in der Zunahme ihrer Diversität, dass da die Dokumente auf mehr Füßen steht im Zuge ihrer Entwicklung oder ist es immer noch auf eine Kerngruppe bezogen? Ich antworte ganz knapp. Ich glaube, es gibt mehr Füße. Ich glaube, das gefällt nicht allen. Ah, okay. Okay. Aber eigentlich ist es doch gut, ne? Ich würde sagen, ja. Mhm. Aber dann sind wir schnell bei der Frage, was ist Dokumente? Mhm. Und wo hört sie auf, wo fängt sie an und wer darf daran teilhaben? Also auch wieder bei Ihrer Ausgangsfrage, wem gehört sie eigentlich? Wer darf bestimmen? Wer verliert sie? Vielleicht kann man es mal so, Sie haben das am Anfang angedeutet. Werner Haffmann, das glaube ich, da tritt man niemandem zu nahe, wenn man das ausspricht, der hat sich nicht sonderlich für Kassel interessiert. Der hat ja ungern übernachtet und man muss sich das auch glauben. Ich habe mir das immer so vorgestellt, der war ja in gewisser Weise ein Star damals. Also der hatte dieses Buch geschrieben, was ein riesiger Erfolg war. Da war das im Grunde das Konzept der Dokumenta drin. Und dann kommt der Bode, und da gibt es viele Geschichten darüber, wie das gewesen ist, und sagt, guck mal, du kannst hier dein Buch auch noch zur Ausstellung machen. Da hat er gesagt, ja, Kassel interessiert mich nicht sonderlich, aber das kann man ja mal machen. Und dann war das, und er hat in der Tat gedacht, ich mache das ja nicht für Kassel, sondern ich mache das für Europa und für Deutschland. So, das mindestens. Ist, ja, vielleicht sogar genau, für die Welt kurz. Und da war quasi, und der interessante Punkt ist, dass da diese so eine Art von Zuspruch Kassel immer weniger braucht im Laufe ihrer Entwicklung. Also ja. Die Dokumenta hat sich quasi durch ihre Verbindung mit der Stadt auch von diesem Umfeld, was sagt hier, wir stellen für Deutschland aus oder irgend sowas, das hat die Stadt nicht mehr nötig gehabt. Die hat gesagt, nein, die Ausstellung gehört zu Kassel, ist ein Identitätsmerkmal von Kassel. Und das ist ja ein Emanzipationsgeschehen, dass man sagt, was das für Deutschland bedeutet und Europa und für die Welt. Vielleicht für die Welt, da können wir noch mal drüber reden, aber das anders beide ist uns im Prinzip nicht so wichtig. Und das ist ja eigentlich eine gute Entwicklung. Wenn man so will schon, das ist die Geschichte von David gegen Goliath. Also wir haben das jetzt auch bei der Dokumenta 15 eigentlich gut beobachten können, weil ich fand das interessant, es gibt dann plötzlich so eine Umkehr von Institutionen oder Personen, die zuvor als Repräsentanten und Garanten der Dokumenta galten und dann im Rahmen der Antisemitismusdebatte plötzlich zu den ungebetenen Gästen werden. Mhm. Und ganz vorne dabei ist der Bundespräsident. Das wurde eigentlich in der überregionalen Debatte gar nicht mehr so wahrgenommen. Aber um das jetzt, die meisten aus Kassel hier werden das erinnern und das ist in den Interviews ganz stark gemacht worden, hat am Tag bevor das Banner People's Justice erstmalig zu sehen war, hier eine Eröffnungsrede gehalten, in der er bereits kritisiert hat den Umgang mit Antisemitismus. Das wurde Steinmeier sehr, sehr übel genommen und nachgetragen. Selbst wenn er nachträglich Recht hatte oder Recht behalten sollte, wurde er eigentlich gezeichnet als eben ein Repräsentant alter eurozentristischer Machtvorstellungen, der nun hierher kommt und sich rassistisch verhält, weil er meint, diese Kuratorinnen
gängeln zu können und mit ihnen die Stadtgesellschaft, die ihrer Verantwortung nicht nachgekommen sei. Und ähnlich ist es mit den Medien, die, glaube ich, oft als Freundinnen der Documenta wahrgenommen wurden und jetzt plötzlich in einer ja wirklich auch bemerkenswerten Front, wir haben darüber oft gesprochen, diese Ausstellung kritisieren. Aber die Reaktion darauf war nicht, okay, vielleicht müssen wir das jetzt nochmal reflektieren, sondern eher zu sagen, nein, wir gehen jetzt in die Offensive. Und der damalige Oberbürgermeister hat ja auch gesagt, wenn wir keine Finanzierung mehr vom Bund bekommen, so what? Dann finanzieren wir das eben alleine. Das ist eine sehr starke Emanzipationsgeschichte. Ja, also könnten wir daraus den Schluss ziehen, dass der Erfolg dann am Ende zu einer Art von Gruppendenken in Kassel geführt hat, der auch einen immunisierenden Charakter hat? Also dass man sagt, also das Thema Antisemitismus ist ein Thema, das wir bereinigen können auf der Ausstellung. Durch Abhängen, durch sagen, das ist ein Zufall gewesen. Oder vielleicht sogar, wie Nicole Deitelhoff gesagt hat, für die Zukunft, naja, wir müssen vielleicht bestimmte antisemitische Tendenzen in der Weltgesellschaft durch Veränderungen von anderen Ordnungslogiken muss man irgendwie akzeptieren, damit wir unsere Documenta nicht verlieren. Ich will mit meinen Fragen darauf hinaus, kann man Kassel irgendwie erlösen von dieser Idee, dass die städtische Wertschätzung an dem Management der Documenta hängt? Und wäre das nicht eine Möglichkeit, freier mit diesem Geschenk umzugehen? Wäre das eine Idee? Wenn die Frage an mich geht, kann ich dazu gar nicht so viel sagen, weil ich nicht Kassel gut genug kenne. Ich komme aus der Antisemitismus-Theorie und aus der jüdischen Religionsphilosophie und habe da einen ganz anderen Zugang zu. Die Ansicht aber, dass wir Antisemitismus zensieren können, die Idee, die Verschwörungserzählung, der Rassismus im Antisemitismus, das halte ich für komplett illusorisch. Wir kriegen keine reine Kunst hin, vielleicht brauchen wir diese auch nicht. Wir brauchen aber die Haltung am Objekt. Wir brauchen die subjektive Haltung am Objekt und die müssen wir ganz klar säkularisieren. Ich glaube, da sind wir noch ganz weit von entfernt, und das meine ich mit epistemischem Umgang, also einen erkenntniskritischen Umgang mit dem, was sehe ich da und das anzuerkennen. Wir kriegen keine reine Gesellschaft hin, keine reine vom Antisemitismus. Das ist so. Auch nicht Rassismus. Ich nehme auch an, nicht vom Sexismus. Für mich ist aber weniger, und das möchte ich hier nochmal betonen, weil das überhaupt nicht, und das meine ich mit Idee, weil das kaum in der Expertenkommission, so wie ich sehe, auch im Bericht überhaupt nicht aufgetaucht ist, nämlich die Überschrift des großen Banners People's Justice. Das hat mich eigentlich am meisten schockiert. Weil das ist die Idee. Was ist denn die Gerechtigkeit des Volkes? Was wird uns hier am Bild als Gerechtigkeit des Volkes denn vorgespielt? Wir sehen einen Gerichtshof, ein Tribunal. Auf der einen Seite sehen wir böse Figuren, auf der anderen Seite sehen wir die Guten. Und die Gerechtigkeit liegt darin, dass wir Menschen in die Hölle fahren lassen, zu Tode verurteilen. Und da sehe ich eine furchtbare Logik, die ganz klar antisemitisch ist. Und zwar nicht nur über die Bildsprache, sondern vor allem über diesen Slogan People's Justice. Und das heißt, das Heilsversprechen in der Welt ist verknüpft an unter anderem der Vernichtung des politischen und des religiösen Juden, den wir hier dort in der Karikatur oder in der Verzerrung oder überhaupt in diesem Bild uns vorgespielt bekommen. Und das ist sozusagen die Ideologie des Bildes. Und die hat mich viel mehr noch verstört als der vampirhafte religiöse Jude, sondern diese Ideologie als Verschwörung und das Wimmelbild. Und deswegen meine ich, die Arbeit am Objekt ist so wichtig. Und da müssen, ich glaube, da kann viel stattfinden, auch an Erkenntnis. Und die Arbeit am Bild, an diesem Wimmelbild, ist selber ja eine Verschwörung. Ich weiß nicht, ob das aufgegriffen wurde, bestimmt, dass dieses Suchen und Entdecken, aha, es gibt etwas zu entdecken und ja, möglicherweise ist es dann wieder
der und der und der, ich möchte das nicht wiederholen. Das heißt, die Qualität dieses Bildes, die Lust am Bild und das mimetische Angebot, was das Bild macht, mit dieser Überschrift, das halte ich für den eigentlichen Skandal, der in keiner, ich meine auch nicht in der Expertenkommission, in dem Bericht aufgetaucht ist. Und da brauchen wir nochmal eine ganz klare Analyse. Und ich halte dieses, also die Gerechtigkeit des Volkes, um es nochmal ganz klar zu sagen, ist gebunden an die Vernichtung des Juden. Das halte ich für das eigentliche Skandalöse in dem Bild und das eigentlich Antisemitische. Ja? Und das sage ich aus einer Position der Antisemitismusforschung heraus. Ja? Nun ist das Bild natürlich nicht in Kassel gemalt worden. Das stimmt, ja. Aber wir müssen damit umgehen, weil es auch hier gezeigt wird. Und deswegen, ich war gar nicht für die Zensur, sondern wir können doch eine Haltung zu diesem Bild einnehmen, und zwar keine affirmative, sondern eine reflektierte. Einfach eine reflektierte Haltung am Bild. Es würde doch schon damit anfangen, einfach Fragen an das Bild zu stellen. Bitte? Naja, ich meine, es wäre ja schon Gewinn, Fragen an das Bild zu stellen. Stattdessen wurden Lösungen eingefordert. Und diese Lösungen zielten in der Regel darauf ab, dass es sich um einen Unfall gehandelt hat oder ein Versehen oder einen Makel. Das ist keine Auseinandersetzung mit dem, was da passiert ist. Vielleicht müssen wir noch mal über diese Metaphorik der Gastgeberin, des Gastes und der Autorität des Hauses sprechen. Natürlich ist es wir kennen das von Derrida, das sind alles, also mir sehr angenehme und sehr gute, es ist ein sehr schönes Bild, sagen wir es mal so, dass sich die Gastgeberin in gewisser Weise den Nöten des Gastes und den Wünschen des Gastes unterwirft und dadurch Gastgeberin ist. Das tut man auch so, man will den Gästen die Dinge gut machen und wenn die sich komisch benehmen, dann ist man taktvoll und weist sie nicht zurecht und man lässt auch Dinge zu im Gespräch, wo man im Nachhinein dann sagt, oh, jetzt sind sie gegangen, ein Glück, mussten wir eigentlich weitersprechen und so weiter. Das, so ist es ja, und so ist man ja, eine gute Gastgeberin. Aber was passiert, wenn der Gast plötzlich jemanden mitbringt, der so ziemlich unangenehm ist? Und ist das nicht das Problem von Kassel gewesen? Also zu sagen, hier hast du aber ein Bild mitgebracht, das ist aber, ja, man müsste fast sagen, das beschmutzt uns. Wenn ich das so wie kann ich das sagen, ohne jetzt zu sagen, wir haben uns völlig geirrt in dich, also in dir, Entschuldigung, in dir. Also irgendwie, wie kannst du so ein Bild hier mitbringen? Ja, das ist ein Effekt, der interessanterweise nicht eingetreten ist. Mhm. Der ist eingetreten bei der Documenta 14 und dem Finanzskandal. Weil da half die Documenta 15, den zu überwinden. Mhm. Warum er bei diesem Bild nicht eingetreten ist, verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht. Also Nathan an dem Abend hat wirklich ganz ernst gesagt, warum verhängt ihr das eigentlich? Ich muss gestehen, dass ich Nathan dann auch folgen konnte an dem Abend. Das ist doch gute Butter, da können wir doch was draus machen. Warum ist man so schamvoll, das zu verhängen? Also der Gastgeber müsste ja auch dann sagen, ja, das ist wirklich ein blödes Bild und das mögen wir auch nicht so gerne. Aber ich glaube, wir müssen einen Augenblick darüber, man kann ja den Leuten auch nicht sagen, dem Gast, wir müssen jetzt darüber reden, was du mitgebracht hast. Aber man muss doch irgendwie sagen können, es ist etwas, zumindest am anderen Morgen, sagt es war schön gestern Abend, aber da ist irgendwie was uns stört. Und es ist nicht damit getan, dass der Gast es dann vor die Tür stellt, sondern zu sagen, du hattest es aber doch mitgebracht. Mit anderen Worten, verlangen wir nicht eine wahnsinnige Souveränität von der Gastgeberin, die die Rolle, die den Gast schützt vor Zumutungen anderer und gleichzeitig den Gast vor sich selber stellen kann und sagen, hör mal, warum hast du das eigentlich mitgebracht? Ist schwierig. Also eine ungeheure Souveränität ist da verlangt, oder? Ja, ich sage nicht, dass das keine Herausforderung ist, aber ich meine, da sind wir auch wieder bei dem, was Nicole Deitelhoff ja angesprochen hat gestern. Wenn wir in einer Situation sind,
wo ohnehin diese Rollen nicht ganz klar sind und vielleicht auch gar nicht eingefordert wird, dass sie klar sind und dann alle eingeladen sind, dann gibt es kaum noch Möglichkeiten zu reglementieren oder überhaupt zu kommunizieren, weil die schiere Masse der Gäste es gar nicht erlaubt, jedem Gast in dem Sinne, wenn wir in dem Bild bleiben, gerecht zu werden und sich ihm zu widmen. Und ich würde sagen, dieses Verhängen des Bildes und auch der spätere Abbau, ganz unabhängig von den Gesprächen, war aus meiner Sicht auch ein Akt der Überforderung. Es gibt ein zweites Identitätsmerkmal der Stadt. Also es geht vieles aufwärts hier, das ist das Weltkulturerbe. Es ist also, es gibt auch ein zweites, es gibt etwas, wo man was komplettiert die Dokumente. Ein weiteres Kulturereignis-Zusammenhang, der sehr, sehr erfolgreich ist, sehr der Stadt Auftrieb gegeben hat. Das ist wirklich wunderbar. Und wenn man an einem Sommertag darum, es ist wirklich ganz fantastisch. Wenn ich unser Gespräch richtig verstehe, verlangen Sie eigentlich eine größere Souveränität der Stadt in Bezug auf die Gäste, die sie sich in die Stadt holt? Also sich zumindest als mehr versteht, als nur als eine Plattform, wo andere ihr Spiel spielen können. Also verlangen kann ich gar nichts. Nee. Okay, also, ja. Diese Position nehme ich leider nicht ein. Ja, gut, ja. Aber ich kann die Beobachtung teilen, dass ich mich wundere, mit welcher Eindeutigkeit von Seiten der Stadt scheinbar vorgegangen ist. Also ich habe wohl von diesen Irritationsmomenten erzählt, aber abgesehen davon hätte es ja unterschiedliche Reaktionen geben können. Und dass es sie nicht gegeben hat, das muss ich erst mal wahrnehmen und einordnen. Und dann, glaube ich, geht es auch um Kassel, aber es geht auch generell um Gesellschaft in Deutschland zum Beispiel. Und vielleicht sagst du noch was dazu. Ja. Ich wollte noch zur ersteren, also zur Frage davor etwas sagen. Was macht der Gastgeber, ne? Mhm. Wenn der Gast sich nicht so benimmt, wie man sich so wünscht? Mhm. Ja? Der Gastgeber ist selbst nicht schuldlos. Gehen wir in die Kirchen. Ja, das heißt, was sehe ich da? Also ich meine damit, dass es doch eine deutsche Tradition des Antisemitismus gibt und da müssen wir nicht nur auf die anderen zeigen. Ja, das ist tief verwurzelt, die Kirche, Jesus selbst können wir als Ikon eines Antijudaismus auch lesen. Das heißt, es ist doch überhaupt nicht so, dass wir hier ein Bild haben oder mehrere Dokumente auf der Dokumenta. Das ist plötzlich kommen da antisemitische Bildsprachen. Da müssen wir uns ehrlich machen, das ist in der Mitte Deutschlands, in jedem in jeder Dorfkirche haben wir einen narrativen Antijudaismus, einen ikonografischen Antisemitismus oder Antijudaismus. Ich verstehe den Skandal daran nicht so sehr, weil der ist doch ubiquitär. Wir haben einen Antisemitismus, ja, weltweit. Der mag in unterschiedlichen Räumen unterschiedlich sein, aber er ist eben auch hier zu Hause. Ja, und die Ablenkung nur, da ist so ein Bild und es ist doof und auch ein paar Videos, die sind furchtbar und so weiter. Wir haben doch in Deutschland selbst eine ganz lange Tradition. Also auch der Gastgeber hat nicht die weißeste Weste, um es mal so deutlich zu sagen. Nur ist es möchte der Gastgeber in seiner Rolle erstens als Gastgeber, auch zweitens als aufgeklärter Deutscher nach dem Holocaust hat er viel, viel gelernt, dieser Gastgeber. Aber ich weiß nicht, ob wir das universalisieren können. Ja? Oder ob diese Befreiung vom Antisemitismus nicht jeder Gesellschaft auferlegt ist, genauso wie die Befragung von Rassismus im Übrigen. Ja. Vielleicht darf ich dazu noch was ergänzen. Wir haben uns offensichtlich darauf geeinigt, dass es sich um einen Skandal handelt. Aber der Gegenstand dieses Skandals wurde ganz unterschiedlich gesehen. Und das, was wir überwiegend in den überregionalen Medien wahrgenommen haben, war ein Antisemitismus-Skandal. Aber in Kassel, und auch das haben wir in den letzten beiden Tagen durchaus wahrnehmen können, ging es vor allem um Eingriffe in die Kunstfreiheit als Skandal. Und das auch wieder eingeordnet in eine Geschichte der Dokumenta, ja. Ja. Die sich von Beginn an in etwaige, mit unterschiedlichen Bezügen, Eingriffe in die Kunstfreiheit gewährt hat. Und das immer wieder unterstützt, also so jedenfalls die Erzählung von politischen Akteurinnen, ja. Auch tatsächlich, ja. Von Beginn an. Das ist ja
der eigentliche Widerspruch. Ich würde gerne noch einen, bevor Sie da nochmal drauf einsteigen, einen Begriff in unser Gespräch bringen, das, glaube ich, auch der meiner Ansicht nach der eine gewisse, möglicherweise eine große Rolle spielt im ganzen Vorgang, ist der Begriff der Kränkung. Man hat sein Bestes getan und wird gesagt, ja, was habt ihr denn da für einen Scheiß gemacht? Das ist kränkend. Mhm. Ja. Und ich glaube, es ist kein guter Weg, mit jemandem, der gekränkt ist, umzugehen und zu sagen, mein Gott, was bist du gekränkt? Warum bist du, was bist du für ein armer Mensch, dass du darüber gekränkt sein musst? Sollte man nicht, weil Sie wissen, der Kern des Ressentiments ist die Kränkung. Und wie kann man mit, also ist vielleicht Kunst überhaupt, wenn man sich Kunst ins Haus holt, muss man nicht auch eine gewisse Kränkbarkeitsresilienz oder irgend sowas haben? Also, ja. Und ja, aber ist es, also ich will noch mal, also sehen Sie das, könnte man mit dem Begriff, also jetzt mal die Empirie, wenn man, kommen wir mit diesem Begriff irgendwie weiter, Kränkung? Ich glaube schon, dass man damit weiterkommt. Man muss es auch überwinden. Das wäre mein Punkt. Oder beziehungsweise sich damit auseinandersetzen und darauf zu verharren und Mauern hochzuziehen und zu sagen, ich bin jetzt gekränkt und jetzt verteidige ich hier mein eigenes. Der Begriff der Verteidigung ist in den Interviews sehr oft gefallen. Das wird es schwieriger machen, da überhaupt wieder miteinander in Kommunikation zu treten. Und es war auch für mich sehr eindrücklich, die Angst davor, dass die Dokumente abgezogen werden könnte, rührte eben nicht daraus, dass Bilder mit antisemitischen Bildelementen gezeigt wurden oder da eine fehlende Auseinandersetzung mit stattfand, sondern aus der Angst heraus, kein Personal mehr zu finden, das bereit ist, nach Kassel zu kommen aufgrund der Einschränkungen in die Kunstfreiheit. Was ja jetzt auch dokumentiert worden ist in dem Brief der zuletzt ausgetretenen Mitglieder der Erfindungskommission. Ja. Die haben gesagt, mit Pia bei euch da in Kassel oder in Deutschland gibt es keine Atmosphäre der Freiheit. Da gibt es nur eine Atmosphäre der Zensur. Und da können wir nicht offen sein und Kunst machen. Aber man kann dann auch nicht behaupten, Kunst sei unschuldig. Also ich meine, das hat der Hito Steyer jetzt sehr schön in diesem Interview im Deutschlandfunk auch nochmal unterstrichen. Man muss man sich dann auch entscheiden. Es ist klar. Ich glaube, mit Kunstfreiheit kommen wir nicht weiter. Dann ist nachher Kunstfreiheit für Reichsbürger. Da kommen wir in Teufelsküche. Ja. Da kommen wir nicht weiter. Ich denke eher, es geht um die Frage, das war auch das Thema des vorherigen Gesprächs von Haltung. Mit welcher Art von Haltung geht man an Probleme heran, dass der Gast etwas mitgebracht hat, was einem nicht gefällt? Man könnte ja auch Interesse an dem Gast haben. Ne? Man kann nicht nur ihn anklagen und sagen, wie kannst du das, sondern sich ernsthaft fragen, wie ist das möglich gewesen? Was will eigentlich der Gast mir damit sagen, dass er das mitgebracht hat? Und man könnte ja auch, wenn man jetzt mal so ein bisschen freudianisch herumdeditiert, sagen, das war irgendwie ein Zufall, der das Unbewusste einem zugespielt hat und sagt, jetzt überleg mal, was trifft dich eigentlich daran und wo kannst du an diesem, was dir passiert ist, auch muss man nicht gleich wachsen sagen, aber irgendwie jedenfalls darin etwas verstehen von dir selber. Ja. Und nicht sagen, das ist irgendwie nur vom Gast, sondern es trifft mich auch als Gastgeberin. Und dann schaut man zurück, dann kommt die Maria Neumann und sagt, naja, der Hoffmann war auch nicht so ganz ohne und irgendwie da ist ja auch schon, sind so ein paar Dinge, die mit Nazi-Zeugs zu tun haben und die Oberbürgermeister damals, gibt es auch ein entsprechendes Buch zu, haben auch ihre Gründe gehabt, da nicht zu doll zu sagen, denn der wird noch dann noch im Kabinett Willy Brandt und so weiter, Lauritzen war auch nicht so ganz ohne, Reiter SS und so weiter und so weiter, alles kommt so reingepurzelt.
was man sagen kann, ja, ist ja überall so. Ja, ja, klar, ist überall so, klar, aber eben hier auch. Und getroffen sein davon, Kränkung hinzunehmen und als Chance des eigenen Selbstverständnisses. Ich will darauf hinaus, die Documenta wird, auch die nächste Documenta, vermute ich mal, wenn die Diagnosen stimmen, die wir jetzt gerade erörtern, ein anderes Verhältnis der Stadtgesellschaft zu den Documenta voraussetzen müssen. Ein, wenn Sie so wollen, entspannteres, irgendwie, mein Gott, souveräneres. Aber was kann das sein? Und wie können, ich meine, wir können, es ist sicher nicht durch Organisationsstrukturen gewährleistet, diese Haltung. Die ist sicher nicht gewährleistet dadurch, dass man an entscheidenden Stellen bestimmte Personen hinsetzt, sondern es ist die Einübung eines Umgangs mit Dingen, mit Kontaminierbarkeiten. Der Oberbürgermeister hat es gestern sogar gesagt, indirekt, eine Ausstellung, die nicht kontaminierungsfähig ist, ist auch keine Ausstellung, die die Gegenwart trifft. Und vielleicht ist das ein Weg zu sehen, also wenn man sich das nur mal klar macht, eine weitere Stufe der Inklusion der Stadtgesellschaft über Ruangrupa hinaus gibt es nicht. Was soll noch sein? Mehr geht nicht. Mhm. Es muss ja irgendwie ein anderer Zugriff jetzt kommen. Und ich glaube, für die Frage auch des Findens von Personen, die das dann machen, ist diese Haltung extrem wichtig, zu sagen, wir experimentieren jetzt mal auch einen Moment mit unserer eigenen Kränkbarkeit und schauen, was wir uns zumuten können und zumuten wollen mit einer nächsten Dokumente. Es geht nicht nur so, wir lassen die jetzt machen und wir sind nur, wir richten nur die Plattform aus. Ja. Ja. Ja, Herr Bude, also ich würde gerne dazu noch eine Bemerkung machen. Wahrscheinlich hat die Documenta deswegen so provoziert, weil sie auch ein Spiegel selbst für die Stadtgesellschaft war oder für Kassel oder für die deutsche Gesellschaft. Das heißt, die Wiederkehr des Verdrängten, eines eigenen Antisemitismus, den man dort nur außereuropäisch gespiegelt bekommen hat. Nicht nur, aber auch. Und insofern fruchtbar. Insofern ist Kunst doch eben so fruchtbar, weil sie einen Spiegel uns vorhält, und zwar in der Verdrängung. Was sind die verdrängten Inhalte in unserer eigenen Gesellschaft, die wir dort noch mal vorgespiegelt bekommen, von denen wir gedacht haben, sie sind nicht mehr in uns. Aber doch, sie sind da. Ja? Und deswegen würde ich sagen, das wäre doch ein Weg, in die Offenheit noch mal hineinzugehen. Und dann wäre die Kränkung auch wiederum fruchtbar, zu sagen, wir können das überwinden, indem wir offenen Auges da noch mal in diesen Prozess hineingehen und uns die Objekte angucken, die Haltung angucken und was hat das Ganze mit uns zu tun. Es sind eben, ja, so. Ja? Ich meine, man muss sich allerdings darüber im Klaren sein, dass wir in der letzten halben Stunde einen quasi therapeutischen Diskurs hier gefahren haben. Und natürlich mit Recht fragen kann, wer seid ihr eigentlich? Ja, wir kriegen kein Honorar für Therapie und es hat keiner irgendwie einen Therapeuten bestellt und so weiter. Also es wird eine Zumutung einer Therapie, da muss ja irgendwie eine Krankheitseinsicht da sein. Und sonst hat das ja alles keinen Sinn. Also ich glaube, wir müssen auch selber noch mal gucken, ob wir jetzt nicht irgendwie übers Ziel hinausschießen, wenn wir zu sehr therapeutisch, zu wenig politisch möglicherweise und vielleicht auch zu wenig darüber reden, dass das ja auch nur gelingen kann, wenn es in dem Umfeld der Documenta auch eine Haltung gibt, die vielleicht Dinge auch öffnen kann, damit nicht nur immer gleich abgesprochen werden muss, was alles passieren kann. Also dass es auch eine gewisse Karte gibt, die dann ja sowieso gegeben wird für diejenigen, die dann als kuratorische Leitung oder als kuratorische Personen die nächste Documenta oder überhaupt die Documenta, nächsten Documenta-Ausstellungen ausrichten, zu sagen, dass wenn wir diese Karte ausgeben, auch im Vorwege, wir wissen, was wir tun
Und wir auch wissen, dass uns das nicht umhaut, was dann passiert, weil wir haben ja noch den Bergpark und wir haben auch noch das Grimm, die Grimmwelt und wir haben auch noch ein paar andere Sachen hier in Kassel. Und wir haben vor allen Dingen ein relativ prosperierendes postindustrielle Cluster in der Stadt. Und wir haben eine sehr diverse Stadtbevölkerung, was man sieht, wenn man nur mit der Straßenbahn fährt um 18 Uhr. Und das ist eigentlich alles relativ gut, wenn man die Bereitschaft hat, dass es einem auch gut gehen soll. Jedenfalls für den Augenblick vielen Dank. Jetzt haben wir noch ein halbes Stündchen. Es ist Samstag. Wir müssen auch nicht drüber diskutieren. Ach, bitte. Ich sehe gar nichts. Ich auch nicht. Vielen Dank. Sprechen Freudenthal. Ihre Diskussion lässt mich ein bisschen ratlos zurück, weil ich aus Interesse an der Documenta hergekommen bin, aus Hamburg. Ihre Gedanken sind aus meiner Sicht doch sehr hermetisch. Ihre Einführung des Psychiaters gibt mir die Gelegenheit zu einem alten Joke, abgehangen, so langer Bart. Der geht so, der eigentliche Irre ist der Psychiater. Ne? Ich habe heute Morgen über das Bild von Tarek Pardi gesprochen, über das Große. Die Idee, dass People's Justice jetzt der Beweis für die antijüdische Haltung dieses Bildes ist, verblüfft mich dann doch. Denn diese ganzen Befreiungsbewegungen, von denen Herr Holz mal gesagt hat, die findet er alle doof, die richteten sich natürlich gegen die Kolonialmacht und die war aber immer verbündet mit den Eliten. Ja? Die Eliten haben dann das Volk niedergehalten. Und wenn so ein Bild People's Justice heißt, dann denke ich, das ist ein antikoloniales Bild und das haben die Künstler auch so gesagt. Und die Kunsttheorie besteht darauf, dass die Intention des Künstlers bei der Beurteilung des Kunstwerkes durchaus eine geringe Rolle spielen sollte. Ein weiteres kleines Beispiel. Tarek Pardi hat ja auch diese Aufstellfiguren gemacht, diese Cutouts. So, und eine Figur befasste sich mit den Minengesellschaften, den internationalen. Nur ein kleiner Hinweis, eine Regierung in Indonesien wollte die Ausfuhr von Mineralien einmal beschränken. Da haben die internationalen Konzerne sofort durchsetzen können, dass das zurückgenommen wurde. Und genau das ist der Inhalt dieses Aufstellbildes. Dann wurde gesagt, die Kopfbedeckung ist eine Kippa. Gut, das hat man langsam gemerkt, das ist eine islamische Kopfbedeckung. Die Künstler, um den Kasselern entgegenzukommen und der hiesigen Kunstkritik, haben dann eine Kopfbedeckung auf das Bild gemalt, die der Kopfbedeckung entsprach, fesartig, die Suharto, der erste Präsident, ständig getragen hat und die deshalb den Europäern vermutlich auch immer noch vertraut ist. Dann stand aber in der Presse, Vertuschungsversuch, das ist ganz böse. Gut, man hat aber eingesehen, das war kein antisemitisches Motiv. Aber Sie müssen zugeben, dass Sie jetzt eine gewisse Beharrlichkeit immer wieder dasselbe zu sagen an den Tag legen. Ja. Die Pointe ist nämlich, dass genau dieses Bild in den Abendnachrichten nach Beendigung der Documenta an einem kommenden Montag unter der Überschrift antisemitische Machwerke wieder gezeigt wurde. Und da bin ich ratlos. Tja. Stehen wir Vorhang zu, ja. Vielen Dank. Das ist nicht eine Frage, aber meine Beobachtung. Ich recherchiere über postkoloniale Kunst in Documenta 10 und 11
Und meine Frage und Beobachtung hier ist, in den vergangenen Vorträgen haben wir uns mit dem Begriff Imagine Communities beschäftigt, wie Kunst dazu beitragen kann, die Vorstellung von Imagine Communities zu durchzubrechen, weshalb die Rolle der Documenta so wichtig ist. Wenn ich über Documenta recherchiere und mir die Struktur der Documenta in den 50er Jahren ansehe, sehe ich auch etwas von der Idee der Imagine Communities, einer Kunst, die den Schmerz und der Lehre einfängt, die ein Land wie Deutschland erlebt hat, dann kann heilen und umkehren. Die Gründung der Documenta könnte daher ein wichtiger Instrument sein, Verwirklichung der nach dem Zweiten Weltkrieg irgendwie korrumpierten und gelähmten Idee einer deutschen Bildung sein. Doch die späteren Ausgaben der Documenta entfernen sich von der Deutschland fokussierten Documenta-Ausstellung und werden dann recht international gehören, aber gleichzeitig zu der Idee der Welt. Und die Rolle von Kunsthistorikern wäre sehr wichtig, um sie dazu zu bringen, Weltkunst und globale Kunst auszustellen, anstatt nur an der Idee der Nation festzuhalten. So wie sich Erinnerungspolitik und zeitgenössische Kunst so vermischen, dass wir uns paradoxen Situationen befinden, sobald die Idee von Erinnerung und Trauma hervorgerufen wird, zum Beispiel der Holocaust oder die kollektive Erinnerung an das palästinische Problem, wir müssen uns mit der Frage der Imagine Communities befassen, die Stereotypen und gewaltige psychologische Gedanken erzeugt. Und dann kann es die Person, die sich in einer antagonistischen Position befindet, ein Problem sein, das Kunstwerken zu verstehen. Erinnerungspolitik wird als ein westlich zentrierter Vorschlag angesehen und daher wird darüber nachgedacht, die Idee der Erinnerung zu Dekolonisierung oder Entkolonisierung und mit der Geschichte zu vermischen. Die Frage? Das ist das Problem der Imagination. Also wie geht man eigentlich mit den Vorstellungskräften um? Was bedeutet es eigentlich, quasi sich einen solchen massiven Zugang von Vorstellungskraft, wie man das eigentlich verarbeitet innerhalb eines städtischen Kosmos? Was ich eine interessante Frage finde, was das eigentlich bedeutet. Was kann man da an sich ranlassen? Was muss man außen vor halten? Also das ist so, dass Kunst eine wirkliche Imaginationskraft darstellt. Und die Frage ist, was diese Kräfte eigentlich dann bedeuten. Also wie man sich dazu stellen kann. Habe ich verstanden, ist ein interessanter Punkt. Ich habe aber keine Antwort. Aber habt ihr eine Antwort darauf? Nee, auch nicht. Wir wissen irgendwie auch nicht so richtig weiter. Barbara Richards-Riedel hier aus Kassel. Sie haben von der Überforderung gesprochen. Das würde ich sagen, das damalige Personal im Anfang war tatsächlich total überfordert, aber die sind ja nun Gott sei Dank auch nicht mehr da. Wenn die Documenta tatsächlich eine so viel andere Ausstellung als viele Ausstellungen zeitgenössischer Kunst ist, und das glaubte ich bisher und hoffe es auch weiterhin, dann muss sie sich doch Diskussionen stellen können, egal welcher Problematik. Und das muss natürlich von denen, die Documenta machen, aber auch von denen, die ständig da sind, angefordert und gefördert werden. Also da habe ich trotzdem noch immer Hoffnung auf Zukunft. Aber ich muss sagen, aus der Erinnerung, was an Angriffen kam, war teilweise wirklich auch qualitätlos. Das war ohne Kenntnis, ohne was gesehen zu haben, in Bausch und Bogen. Und ich habe oft den Verdacht, dass sich da Leute anschließen, das zeigte sich ja auch plötzlich, wie Herr Dr. Schuster und die AfD auf einmal einer Meinung waren, dass da Leute sich versuchen, auf die richtige Seite zu setzen und dann in so ein Horn zu stoßen. Und so eine qualitätslose Angriffsform, die heftig da war, ich glaube, dass die bei vielen so viel Widerstand auch hervorgebracht hat. Können wir als Statement so stehen lassen oder sollen wir was dazu sagen? Ich möchte gerne dazu sagen. Also ich finde das, ich verstehe das, ich würde ungern
oder überhaupt nicht Dr. Josef Schuster mit der AfD zusammendenken wollen. Die überhaupt nicht. Das sind ganz unterschiedliche Positionen. Und ich meine nur, dass bei dem einen ein intrinsisches Interesse besteht, über Antisemitismus zu sprechen und den irgendwie aus der Welt zu schaffen, und im rechten Lager ein instrumenteller Zugriff auf dieses Thema besteht. Darin liegen ganz große Qualitätsunterschiede und ganz unterschiedliche Haltungen. Das wollte ich nur sagen. Ansonsten kann ich dem nur zustimmen. Was mir aufgefallen ist in dieser ganzen Debatte, ist wirklich, alle waren plötzlich Antisemitismusforscherinnen und Forscher. Alle wussten, was Rassismus ist. Und das ging mir eher auf die Nerven. Ja? Und deswegen meine ich, die Arbeit am Objekt wäre so wichtig gewesen, die Arbeit am Diskurs und nicht den Schnellschuss, den wir hier und da hatten. Und da gebe ich Ihnen absolut recht. Nur möchte ich bitte Dr. Josef Schuster und die AfD keinesfalls in einem Topf geworfen sehen. Ich habe es verstanden. Ja, ja. Philipp Oswald, nochmal. Mein Punkt ist eigentlich relativ schlicht. Zwei Sachen. Das eine ist, ich glaube, ihr habt so ein bisschen diese Metapher von Gastgeber und Gast überstrapaziert. Also es ist ja auch der Punkt, man gibt etwas eine Bühne. Also das Tischgespräch, wenn man Gastgeber ist, ist ja eigentlich was Privates. Aber das ist ja etwas in die Öffentlichkeit zu bringen, etwas zu publizieren. Und wir haben ja zu Recht die Diskussion mit den Internetplattformen, was sind da eigentlich die Regeln, unter denen sowas stattfindet. Man gibt eine Plattform, die Documenta ist eine Plattform. Es kommt noch was Zweites hinzu, und da muss ich Frau Kupferberg widersprechen. Also die Documenta ist ja auch nicht eine geologische Ausstellung mit den Sedimenten der Gesellschaft. Ja? Also wenn wir sagen, okay, wir gucken uns jetzt die Sedimentierungen an und reflektieren das. Da kann man natürlich sagen, kann man alles ausstellen. Aber es ist ja auch, wenn ich es jetzt mal ein bisschen drastisch sage, mit einem Heilsversprechen, mit einem Sinnversprechen, mit einem moralischen Anspruch, also auch gerade bei der letzten Documenta, das Kollektiv, dann auch ehrlich gesagt mit diesem neokolonialen, rassistischen Vorteilen, der gute Wilde, der uns jetzt zeigt, das bessere Leben, so wie es bei der Eröffnung genannt worden ist. Also mit dieser Aufladung wird es ja präsentiert. Und das Bild von Tadin Pardi war ja sozusagen als die Ikone für diese Idee des Kollektiven auf dem Friedrichsplatz. Tokyo Reels wurde nicht präsentiert als eine Sedimentierung, sondern als Symbol des sagen internationalen antiimperialistischen Kampfs. Und das ist dann doch was sehr anderes. Darf ich jetzt auf den Anschluss? Entschuldigung. Ich würde gerne auf den ersten Teil Ihres Kommentars kurz antworten. Prinzipiell bin ich bei Ihnen. Im Rahmen einer Documenta sollte das nicht irgendwie überreizt werden. Aber ich glaube, mit Blick auf die Documenta 15 war genau das zentrale Punkt, nämlich die Suggestion, wir sind an den Tisch zurückgekehrt. Und gerade in Kassel war das ganz extrem zu greifen. Also wie viele Menschen haben mit Stolz davon berichtet, dass sie die Handynummern von Ruangrupa-Mitgliedern hatten, dass sie mit ihnen abhängen konnten, dass es so chillig war. Das war der Tenor. Und da geht es nicht um die große Bühne, sondern da geht es eben genau um dieses persönliche Tischgespräch und dieses persönliche Zusammensein von Gastgeberinnen und Gästen, wer auch immer da in welcher Rolle anzutreffen ist. Und ich glaube, das ist für die Documenta 15 sehr wichtig. Mhm. Ja, vielen, Maria. Ja, vielen Dank für die Anmerkung. Ich glaube, da müssen wir an unseren Kunstbegriff ran. Welchen Kunstbegriff haben wir? Haben wir noch einen Autonomen aus dem 18. Jahrhundert oder haben wir einen politischen oder religiösen Kunstbegriff? Aber wenn die Utopie dieser Kunst ist, People's Justice, und ich mir dann das Bild anschaue, dann muss ich sagen, ist das eine ziemliche katastrophale Aussage, die dort getroffen wird, und da bleibe ich dabei. Insofern haben Sie recht, es hat auch eine Ausstrahlung. Dann können wir Position beziehen und sagen wir, ist das die Gerechtigkeit des Volkes? Wollen wir das so haben und wollen wir dazu affirmativ stehen, normativ stehen, oder wollen wir dazu sagen, ja, anscheinend ist das auch eine Vorstellung von der Gerechtigkeit des Volkes, ja. Mein Name ist Volker Rattemeier. Ich habe eine ganz andere Frage. Sie haben alle geredet von der Stadtgesellschaft und haben maximal 20% herausgestellt. Universität, Akademiker, OB. Ist für Sie die 80% nicht die Stadtgesellschaft? Und haben Sie an der Stelle mal
Ihre Überlegungen, was dieser Teil der Stadtgesellschaft bezogen auf die Fragen, die Sie gestellt haben, möglicherweise denken oder nicht denken. Ich möchte nicht tiefer einsteigen, sondern nur dazu mal gerne Ihre Meinung. Denn eine akademische Diskussion hängt mir in der Zwischenzeit hier, dass man immer sagt, man macht das, aber im Endeffekt bleibt man in einem engen Kreis. Und der andere Punkt ist der, haben Sie jemals eine komplizierte Ausstellung wie Dokumente oder was anderes gemacht? Jemals nicht darüber gesprochen, sondern konkret umgesetzt mit all den Problemen. Darüber könnte man auch mal diskutieren. Dann würden sich bestimmte Dinge nämlich als noch viel komplizierter ergeben und damit natürlich solche Probleme, die wir gehabt haben, letztlich unter Umständen wirklich so lösen, wie Nathan Snyder das beispielsweise in dem Fall bei der letzten Documenta eben deutlich gemacht hat. Also ich hatte gehofft, es tut mir leid, wenn das missverständlich war, das unterstrichen zu haben, dass ich diesen Begriff der Stadtgesellschaft als einen Quellenbegriff und nicht als einen analytischen Begriff begreife. Ich habe auch gesagt, dass wir keine repräsentative Umfrage gemacht haben, aber dass wir uns ganz gezielt darum bemüht haben, und das zeigt sich auch in dem Sample der befragten Personen, eben nicht nur Menschen zu befragen, die sich der Stadtgesellschaft zugehörig fühlen oder ihr zugeordnet werden. Also von daher verstehe ich Ihren Kritikpunkt jetzt gerade nicht so richtig. Vielleicht habe ich mich da missverständlich ausgedrückt. Das andere, was Sie ansprechen, ist diese Diskussion, die gerade auch im letzten Jahr ja sehr heiß hier geführt wurde, die Frage der echten, wahren, wirklichen Documenta-Expertinnen. Und dazu möchte ich nur sagen, wenn es um Experte zu sein immer voraussetzt, etwas selbst getan zu haben, dann werden wir keine Expertinnen mehr haben. Weiter will ich jetzt auf diese Diskussion gar nicht eingehen, aber ich glaube, das ist kein Ansatz, ehrlich gesagt. Aber Herr Rathemeyer hat, glaube ich, einen Punkt, den wir auch immer diskutiert haben. Es gibt sicherlich eine populäre Seite der Kassel-Identifikation, die hängt eher mit dem Bergpark zusammen. Also das ist diese Weltkulturerbe. Seite, die dürfen wir nicht unterschätzen, als einen populären Zugang zu dem, was Kassel bietet, mit hohem Zuspruch, viele Leute kommen her, finden das toll, die eher nicht zu dem klassischen Documenta-Publikum gehören wird. Das ist eher eine populäre Klasse, wie man mit so jemandem wie Bourdieu oder sowas sagen könnte, wenn man das will. Und die Documenta kann man nicht sagen, das hat auch populäre Bestandteile. Jan Hütt hat das wunderbar gemacht, das auch ein bisschen populärer zu machen. Aber das ist nicht die populäre Klasse, so der Ansprechpunkt für die Documenta. Man könnte fast sagen, wenn das beides zusammengeht, ist das ja auch nicht, ist auch keine ganz schlechte Sache. Wir haben uns gerade mal genau über diesen Punkt wirklich Gedanken gemacht. Aber das ist ja auch was sich in der 15 eigentlich ausdrückt. Also, oder was da versucht wurde. Und deswegen ist es interessant. Und deswegen haben wir gerade versucht, mit Menschen zu sprechen, die jetzt nicht, es fällt mir schwer, da jetzt irgendwie ein richtiges Wort zu finden, zum klassischen Documenta-Publikum gehören. Ja. Mich hat gerade das andere interessiert. Christoph Schäffer, ich finde es auch schade, dass das Taring-Padi-Bild so schnell abgeräumt wurde, weil ich denke, gerade dieses Agitprop-mäßige, dieses offensichtlich die Gerechtigkeit des Volkes, das sieht ja aus, als würde das auf Lynchjustiz oder einen Hassgegner eben gehen und nicht in Richtung einer rechtsstaatlichen Verarbeitung der so harten Verbrechen, also wie es zum Beispiel Südafrika ja doch vorgemacht hat. Also insofern hat mich dieses Bild auch sehr unangenehm berührt, nicht nur deswegen, weil eben im Zentrum, zwar sehr klein, aber doch eben im Zentrum dieses Juden
diese Judenkarikatur-Darstellung war. Also Nathan Schneider ist da sehr zu begrüßen in meinen Augen, dass er das auch wagen wollte, dem Antisemitismus deutlicher offen ins Gesicht zu sehen. Für mich ist erstaunlich, dass die Definition oder die Versuche von Meron Mendel, den Antisemitismusbegriff zu entschärfen, nämlich dass der alte Antisemitismus was ganz anderes ist als der israelbezogene Antisemitismus. Jedenfalls dann, wenn klar ist, dass ein Volk unter Besatzung natürlich den Besatzer, wenn der sich entsprechend verhält, auch hassen muss. Ja, das ist dann nicht unbedingt ein Hass gegen Juden, sondern Hass erstmal auf den Besatzer. Und so sieht man, so kann man meines Erachtens ein großer Teil auch der hiesigen Palästinenser nicht unbedingt als Antisemiten bezeichnen, sondern erstmal als die gegen den Unterdrücker Wut empfinden. Das meine ich, würde die gesamte Diskussion hier auch über die Dokumentarwerke nochmal anders aussehen lassen, denn die anderen, außer diesem Taring-Party-Bild, die anderen Bilder sind alle, zeigen Juden als Soldaten, und nicht unbedingt, werden nicht ausgesprochen despektierlich dargestellt oder in einer schmälenden Form. Also ich meine, das könnte eine Neubetrachtung bedeuten, auch mit dem Inhalt, dass diese Kunstdarstellungen eine Wut darstellen, Gefühle darstellen und keineswegs unbedingt das Jüdische oder das Jüdische hassen, sondern eben den Unterdrücker. Das war eine Stellungnahme, glaube ich, eher. Ich denke, ich könnte jetzt zu drei zusammenfassenden Worten kommen. Wir sind ja weit fortgeschritten am Samstag. Ich glaube, man kann festhalten, dass man das Ergebnis dieses Symposiums war, dass die Documenta nicht mehr nur auf die Serie sich verlassen kann. Es war immer die Idee, jede Documenta macht dieses Box wieder neu auf und man freut sich. Also es lebe, der König ist tot, es lebe der König, die letzte ist vorbei, wir freuen uns auf die nächste, wie schlimm sie auch, wie unangenehm und wie misslungen sie wird, die nächste wird anders werden und alle werden wieder fragen, na, wie ist es denn dieses Mal? Also das ist das wunderbare Gesetz der Serie für die Documenta bisher gewesen. Wenn ich unsere Diskussion richtig verstanden habe, ist es zu wenig, einfach nur auf die Serie zu hoffen. Denn das hieße, dass wir jetzt diesen Prozess, der jetzt storniert worden ist, relativ zügig wieder in Gang bringen, versuchen, den Zeitplan einzuhalten, um die Serie wieder zu ermöglichen. Ich glaube, es braucht nochmal eine innehaltende, wenn ich unsere Diskussion richtig verstanden habe, eine innehaltende Debatte intern, vielleicht auch mit anderen Personengruppen innerhalb der Stadt, zu überlegen, welche Art von Mut es braucht, um die Documenta in Hände zu geben, die möglicherweise auch bereit ist, sich gegenüber unterschiedlichen Tendenzen des Kunstsektors zumindest nicht nur affirmativ zu verhalten, sondern zu überlegen, ob man dem nicht von Kassel auch eine andere Wendung geben kann, um auf dem Kunstsektor eine Deutung vorzuschlagen, die auch zumindest Fragen stellen kann, die im Augenblick eher in der Luft liegen, aber noch nicht wirklich gestellt werden. So habe ich unsere Diskussion verstanden. Das heißt in gewisser Weise, dass der kommenden Documenta da
eine relativ große Verantwortung zufällt, eigentlich auch in Verantwortung auf die Stakeholder, die unsichtbar sind, die das globale Kunstfeld betreffen, die darauf warten und schauen, wie geht die Documenta jetzt damit um. Das ist ein Schlag gewesen, natürlich die Begründung des Austritts aus der Findungskommission. Dazu muss man irgendeine Antwort finden können. Und wir sind uns auch klar, es ist sicherlich wichtig, die Ergebnisse der Organisationsdurchleuchtung abzuwarten, aber wir sollten uns da auch keine himmelöffnenden Vorstellungen von versprechen, was wir nun wüssten, was genau zu machen ist. Ich denke, es ist eine Frage der Haltung, der Bereitschaft, der Neugierde und, wenn ich das zum Schluss sagen darf, das Publikum beginnt genervt zu sein und sagen, können die das nun endlich nicht mal da irgendwie hinkriegen? Und wenn die Genervtheit zunimmt, wenn das Misstrauen darin auch, kriegen die das noch hin, dann ist es nicht mehr weit, dass man das Interesse an der Sache verliert. Und das ist, glaube ich, etwas, wo man wirklich aufpassen muss, dass das Publikum nicht das Interesse an der Documenta verliert. Es braucht sicherlich einen wirklich guten Aufschlag, der vielleicht auch etwas von der Situation zur Kenntnis gibt, die Thomas Macho angedeutet hat. Wir leben in einer wirklich sich deutlich verändernden Welt mit neuen Gewichtverlagerungen. Und es kann sein, dass plötzlich die Welt verändert sich ständig, aber es gibt eine Situation, wo plötzlich klar wird, dass sie eine andere geworden ist. Sie hat sich zwischendrin auch schon immer verändert und plötzlich merkt man, sie ist eine andere geworden. Und wenn die nächste Documenta diese Situation erfassen könnte, dass die Welt plötzlich eine andere geworden ist, dann wäre vielleicht relativ viel gewonnen. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie so lange ausgeharrt haben. Ich danke unseren beiden Diskutantinnen des letzten Panels. Ich hoffe, dass Sie gut wieder nach Hause kommen und was Gescheites zum Abendessen bekommen. Vielen herzlichen Dank.